dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Arena. Mit an meiner Seite sind wieder heute der Mörb und der Günner. Hi. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Salvete Spectatore. Es geht auf die 8. Ach ja, doch, ja, ich habe gerade auf die 1 gedrückt, aber dann war es sogar schneller. Wird es nämlich eine knifflige Schlacht. Also, wir sehen übrigens, die einzige Inf haben der Mörb und der Corny. Und der Corny hat noch nicht mal dreimal Inf. Also, das wird eine interessante Nummer auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie wir das hier packen werden. Wir können da wieder mal eine alternative Strategie machen, wo wir gerade drüber noch gesprochen haben. Oder ob wir es überhaupt packen werden. Das kommt jetzt halt drauf an, was der Gegner hat. Wenn der Gegner jetzt halt auch noch fett Architekti hat, dann sind Corny nicht geliefert. Also, ich komme von hier oben dann hier runter, ja? Ja. Wobei ich überlege, ob ich diese Zwischenordnung hier schneller als du beim Wachtum, ich bin schneller als du. Ah, doch nicht, okay, gut, schade. Bringt aber nichts, ich sehe ja nichts vorher. Kannst ja gern bleiben. Nee, da schießt die Arti hin. Ich stelle mich mal zum Mörb darunter. Ja, ich beziehe jetzt hier meine klassische Position. Ich bin immer sehr, sehr gerne hier rechts von der Mitte, da wo dieser Seitenhügel ist oder diese kleine Klippe da. Weil da kann man, wenn man da bis davor gerückt ist, nur schwer geflankt werden, wenn man da an der Seite steht. Oh, wir sind aber ganz schön offensiv hier. Ja. Ich spiele meistens offensiv. Oh, Ziloy. Ja. Da kann ich jetzt wiederum nicht so viel machen, ne? Aber du kannst den Kraft da gerne machen. Der schießt mich weg, also ich würde schon sagen, das ist gefährlich. Aber ich gehe schon mal vor, dann kann ich gleich in Schildkröte gehen. Ja, ich würde auch sagen, das ist ein sine qua non, wie der Lateiner hier sagen würde. Okay, der Magok kennt die Strategie nicht. Aber ich kenne sie und ich laufe jetzt zu dir. Ja. Warte, bleib stehen. Ich bleib da jetzt stehen, ja. Bleib stehen, da kommt Kaff. Da oh, kommt Kaff. Ja. Oh, nicht wenig. Das war, wow, das war ein richtiger geiler Move. Oh, da kommt noch mehr Kaff. Ja, man muss manchmal halt auch wirklich abfangen, Jäger spielen. Bonnie, stimme ich bei dir rein? Mach das. So, ich gehe wieder in Testudo und folge dir. Ich bleibe erstmal schön defensiv. Im Ziel ist nämlich noch in Reichweite. Ja, bleib da stehen. Von hinten kommt jetzt die Kavallerie, aber wir haben auch eigene Kavallerie. Die Frage ist hier, wer jagt gerade wen? Kavallerie jagt euch, wird gejagt von Elefanten und Kaff. Jagt Bogenschützen. Aber auch kein Charge gelandet. Na, der Magok, der hat's leider nicht so richtig drauf. Also der... Ja, nicht wirklich. Der muss noch üben. Ich glaube, wir können es vordrücken, genau. Okay. Weil die kommen nicht freiwillig. Ja, okay. Hier drüben kommt auch nochmal Kaff. Vielleicht kannst du dann jetzt auf diesen Alex da schießen gleich. Aber ich find's ja gut, dass die noch keine Arti hier haben. Sonst hättest du schon längst gemerkt. Da sind noch Bogenschützen am Start, links von uns. Muss mir bloß entsprechend aufstellen. Conny, du musst Hund ist auch links. Du musst mir unbedingt Bescheid sagen, falls du dann mal irgendwann wegläufst, weil ich bleib bin jetzt ich nicht hier komplett stehen. Offen, ne? Ich bleib hier stehen. Ich halte den Punkt einfach. Wir brauchen nämlich jetzt gerade einfach unseren Fernkampfvorteil, weil das geht. Die schießen gerade voll hart auf mich. Achtung, Kaff. Ich weiß nicht, was er da drüben treibt. Aber hoffentlich fangen sie die jetzt hier ab, weil es wäre geil. Das ist so ein Kavallerietanz, der gerade um uns rund stattfindet, ne? Und Günther steht dann so in diesen zwei kleinen sicheren Inseln. Oh! Du bist ja weggelaufen, oder? Nee, ich hab drin gelassen. Hopliten kommen. Ich schieße. Durchgeh wieder in Schildkröte, sobald der Kampf hier durch ist. Der hat die Schilde oben, der Mann, ne? Ja. Wir laufen ein bisschen zurück. Warte, ich habe jetzt auf jeden Fall Nahkampf. So oder so. Oh, fuck, jetzt ja, ich muss geht aber nicht raus mit der Kaff hier. Shit. Ich habe jetzt eine geht Einheit noch, mit der ich die Kaff, schützen kann. Danke. Mann! Muss hoffen, dass er. Genau, deine. Ja, die sind weg. Ja, die sind weg, da kann ich nichts mehr machen. Oh, der Trottel! Was bist denn du für ein Depp? Alter! Warte, ich muss mich da. Bleib stehen. Ja, bleib stehen. Ey, was ist das für ein Depp? Der, anstatt auf die Bogenschützen drauf zu gehen, charge er die Piken, ne? Jetzt haben wir gecharged.
Ja. Das tat weh, aber... Also ich lebe noch. Ja, ich auch. Ich verliere halt den Nahkampf, aber ich lebe noch. Ich krieg halt nur Friendly Fire jetzt ohne Ende, weil der Bogenschütze auf mich draufbolzt. Also ich fahr jetzt hier gleich weg. Eine gute Idee, auf leichte Infanterie zu ballern. Ich muss jetzt hier meine Männer retten. Hm? Okay, ich muss dann mal zurück. Ich bin gleich weg, ja. Ja, ich glaube, das Schicksal ereilt uns gleich irgendwie alle. Ja, die haben halt sehr viel mehr Infanterie als wir auch noch, so wie das aussieht. Ja. Der Kraftcharge hat mir halt den Rest gegeben. Das war's dann im Mischet. Ich versuche dir noch so ein bisschen Freiraum zu verschaffen, indem ich da auf diese Kelten da hinter dir baller oder was ist da für. Das sind Römer, das sind tatsächlich Römer. Aber halt hier 6 Römer. Mein Germanicus ist gerade gestorben. Ich werde auch nicht mehr lange machen, so wie es aussieht. Aua. Ja, nee, die Psyloi killen mich einfach. Keine Chance. Keine Chance. So, jetzt bin ich weg. Ja, wurde ich halt von einem Leonidas hier platt gemacht. Und zwar nicht zu knapp, ey. 3600 Death-Punkte. Nicht Aua. Schlecht. Ja, für ganz viel hat das ganze klar. Feuer abgefangen. Ich sehe, ja, ja. Mhm. Der Elefant hat auch nichts gemacht, ne? Schau halt mal, der steht einfach da rum. Ich hoffe halt echt, dass der noch als AFK geflaggt wird oder was auch immer der macht. Ah, jetzt bewegt er sich da nochmal. Es ist halt auch scheiße, weißt du, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, so weit vorzurücken, wenn du halt so gar keine Unterstützung von hinten aus dem Lager bekommst, ne? Also wenn halt so gar keiner im Center halt mitgeht, ne? Also ich meine, auf den Flanken sind sie mitgegangen. Der Elefant war ja da. Das Problem ist bloß, der ist wieder zurück. Der war die ganze Zeit direkt hinter uns, aber der ist wieder zurückgegangen. Ja, der macht auch nichts. Der läuft auch einfach nur rum. Also ich weiß nicht, was er vorhat. Die Steinsteuer tut ihm ja auch nur relativ wenig weh. Deswegen, er hätte gut locker helfen können. Ich verstehe nicht, warum der nichts tut. Also. Ja, der hätte da auf jeden Fall durchbrüchen müssen. Hallo Roffel, du sprengst gerade eine Aufnahme. So, ja. Im Grunde war die Situation ja eigentlich weitgehend im Griff. Eskaliert ist es wirklich erst dann, als die Infanterie gekommen ist. Und in dem Augenblick hätte der Elefant sofort loslegen müssen, weil die haben ja nichts, was ihm wehtut. Also, ja, ja, eben. Also der hatte Psyloi, der hat Bogenschützen und das war's. Also er hatte keine Peltasten am Start, oder? Aber ich glaube, ich weiß, was der vorhat. Der wollte, glaube ich, von Anfang an einfach nur in der eigenen Base kämpfen, um gleichzeitig noch jede Menge Decap-Punkte zu machen. Hm. Das habe ich nämlich also auch schon oft erlebt. Sieht sein komplettes Verhalten danach aus, ne? Also. Ja, er ist halt total defensiv und das von Anfang an. Und ganz im Ernst, Elefanten spielt man nicht so. Wenn du realisierst, also Elefanten sind. Das muss ich nochmal vielleicht für alle erklären, die noch nie Elefanten gesehen haben. Das sind Ramböcke, genau. Ja. Die brechen normalerweise die feindliche Formation auf und damit randalierst du hinten rum. Erst recht, wenn du siehst, dass der Gegner keine Kontereinheit hat. Der Gegner hat keine Elefanten, der Gegner hat keine Artillerie, er hat keine Wurfspeere. Dann weißt du, und auch keine Piken, haben sie auch nicht. Dann weißt du, hey, ich bin der King auf dem Schlachtfeld als Elefant. Ja. Seine andere Einheit mit den libyschen Hopliten, die steht noch in der Base. Ja. Sieht jetzt düster aus. Was macht der jetzt in Elefant? Der hat ja Spotting-Punkte gemacht bisher. Es spottet halt. Es spottet auch jeder Beschreibung, ne? Ja. Jetzt läuft er wieder zurück. Also ich weiß nicht, dann muss ich doch ehrlich sagen, Junge, dann lösch doch mal deine Einheiten hier aus, damit das Spiel hier wenigstens zu Ende ist, weil ich glaube, jetzt auch so. Das ist ja nicht mehr zu gewinnen, oder? Also ich meine, der kann das auch mit einem Elefanten, mit zwei Elefanten kann er das ja auch nicht mehr gewinnen. Also, er kann es schon gewinnen, aber dann muss jetzt demnächst mal auch mal was machen. Ja, ja. Also ich glaube, ich verstehe halt auch nicht, was der jetzt hier will. Ist der Typ besoffen? Ich würde auch vermuten, dass er betrunken ist. Entschuldigung, aber das Verhalten deutet nicht auf ein rationales Handeln hin.
Also seine Infanterie schickt er jetzt auf jeden Fall gerade hier ins Gefecht, ne? Ich glaube tatsächlich, der will warten, bis alle gegnerischen Einheiten in der Base sind. Ja. Das könnte auch noch sein. Bis alle gegnerischen Einheiten in der Base sind, deswegen hält er sie noch mit seiner Infanterie hin. Und dann kommt er zurück und trampelt nochmal einmal durch. Nee, guck mal, wo der hingeht. Der läuft ja jetzt aber immer weiter. Wenn du Leertaste drückst, siehst du, wo der hingeht. Der geht bis ganz nach... Jetzt beschwert er sich, dass die Kavallerie nicht die Bogenschütze ausschaltet. Er hat einen Bewegungsbefehl gesetzt auf dieses auf diese Furt da hinten, ja. Was soll denn die Kavallerie machen? Guckt euch doch mal die Situation an, nur um mal zu verdeutlichen, warum der Kavallerist es nicht macht. Der Gegner hält den Watchtower. Der Kavallerist kommt nicht mal lebendig an. Ja, ja, genau. Ja. Aber das sind immer diese Neunmal-Klugen, die denken, ich weiß alles und niemand kann mir das Spiel erklären. Ich glaube wirklich, dass man diesen Leuten das Spiel nicht erklären kann, aber aus anderen Gründen. Ach ja, und jetzt ist es weggekappt, schade. Das super, war ein super Idiot. Teamplay, super Teamplay. Vielleicht ist aber auch einfach nur ein, vielleicht ist aber auch einfach nur ein Tierfreund, wisst ihr, und wollte einfach die Elefanten schützen. Genau. Es waren die letzten zwei ihrer Art, die hat er auf seine Arche jetzt mitgenommen. Es war die verzweifelte Aktion von Peter, Total War Arena halbwegs politisch korrekt einzusetzen. Genau. Oh Mann. Oh, trotz Niederlage 2500 Punkte gemacht für die Einheiten. Hä? Das ist ja mal kurios. Bei mir war gerade eben der I'm in the Middle als MVP. Habt ihr das gesehen? Ja. Aber ich bin es. CA, was ist da falsch? Hast das du vielleicht durch eine Auszeichnung noch was bekommen? Ich habe bekommen am meisten Schaden verursachen im ganzen Gefecht. Das kann sein, dass es vielleicht daran lag. Hey, Mensch, jetzt ist ja voll enttäuschend. Du hast dich so angestrengt. Meisten, dein Name war zum Schluss nicht gezeigt. Nee, das ist ein Bug. Das muss ein Bug sein, weil das macht keinen Sinn. Es gab nämlich noch, das muss ich kurz erwähnen, es gab in der Closed Beta eine Phase, da wurde random angezeigt, also wenn du in einer der vier Kategorien der Beste warst. Ich bin auch bereit, dann können wir ja schon mal das Match suchen. Genau. Also da wurde... Conny, nimm doch mal... ist egal. Nee, lass. Alles easy. Also da gibt es ja die Kategorie Angriff, es gibt die Abwehr, es gibt Unterstützung und es gibt die Einnahme. Und es gab eine kurze Zeit in der Closed Beta, wo sie das so gemacht haben, dass komplett random angezeigt wurde, der Spieler, der halt in dieser entsprechenden Kategorie der Beste war. Aber es wurde nie der Allround-Beste gezeigt. Mhm. Und das kam überhaupt nicht gut an, weil teilweise waren so lächerliche Sachen wie, da war ein Typ, der hat einen Cap Punkt gemacht und wurde, weil sonst keine Cap und Deep Cap Punkte gemacht und wurde der dann den Leuten als MVP angezeigt. Geil. Und deswegen haben die das geändert und ich habe so das Gefühl, dass da gerade eben das hier nochmal aus den Löchern gekommen ist. Da finde ich es aber fast besser, wie sie es in Battlefront 2 gemacht haben, dass du je nach Kategorie den MVP gezeigt bekommen hast. Ja, also ja, für Angriffspunkte und Death-Punkte, also da wurde nicht nur zwei angezeigt, sondern fünf Leute dann. Juhu! Augustus-Korridor. Es wäre besser, weißt du, du hättest ja auch machen können, dass du für jede, dass du die MVPs für alles gleichzeitig, also alle vier Leute, weißt du, der ist der Beste, der ist da, genau, der Beste und so weiter. Und genau, und dann als fünften den Allround-Besten, das könnte man, genau, weißt du, könntest die vier ja so drumrum trapieren und den Besten, absolut Besten in die Mitte setzen, weißt du, so in der Art. Genau. Das habe ich damit gemeint. Ja, das würde Sinn machen. Gut, ich würde sagen, ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Eine Außenflanke mit Watchtower vielleicht zu nehmen. Das funktioniert nicht, glaub mir. Wir haben da sehr viel Erfahrung darin gesammelt. Ja, aber Center durchpushen, finde ich, ist auch keine wirklich gute Idee bei unserer Einheitenaufstellung. Wir haben halt so wenig Bogenschützen und so, ne? Wir brauchen wir nicht. Wir haben dich. Wir haben zwei Leonidas. Also wenn ihr meint, da gehe ich auf die 7. Dann komme ich auf die 5. Ab durch die Mide. Also wie gesagt, wir können unseren Plan ja immer noch umändern, wenn wir sehen quasi, dass da jetzt irgendwelche Piken uns entgegenkommen. Aber dann also ab hier müssen wir es spätestens ändern. Genau. Also besser machen wir hier unsere Revision. Ja. Da ist auch die Ausfahrt, ne? Und dann haben wir dann, genau, ja, dann haben wir da nur die Möglichkeit. Dann haben wir noch zwei Wege zurück, ne? Also. Das Lustige ist halt, dass diese Map hier halt auf den ersten Blick mega komplex aussieht, aber sie ist leider total einfach. Ja, sie ist sehr eindimensional, ne? Es wäre was anderes, wenn durch die Mitte es gar nicht so einfach wäre, durchzukommen. Keine Ahnung, sollen sie ein Krokodilbecken da noch hinmachen oder so, weißt du das? Dass man sich da nicht reintraut. Ich glaube, das würde reichen, wenn sie einfach diesen Bereich hier zugänglich machen würden. Ja, also, ja, stimmt, dass du in der Mitte dann mit Bogenschützen stehen kannst oder so. Ja, eben, es wäre ganz schön hart, dann da durchzukommen.
Boah, ist ja so geil. Ganz im Ernst, was mir auch so ein bisschen fehlt, das habe ich total gefeiert bei Total War, Napoleon und Empire, dass man halt Gebäude besetzen konnte. Das gab es ja sonst nie wieder. Ja, das war so cool. Das war schon geil, ja. Die hatten ja ursprünglich geplant, für Rom 2 das zu machen. Es gibt auch vereinzelt Gebäude in Rom 2, die du besetzen kannst, aber ganz wenige. Ganz, ganz wenige. Was ich zum Beispiel auch, wo wir gerade eben darüber reden, eine Sache, die sie ja auch gebracht haben. Oh, ich muss mal meine Ächtung anmachen. Stimmt, ja, die kannst du ja immer anmachen. Ja. Da sind Tier 6er bei bewährte, ne? Krieger. Psyloi ist egal. Bitte einmal Testudo an. Testudos an, keine Sorge. Ja, aber dann lauf doch. Warte. Soll ich durch den Wald da außen gehen? Nee, ich komm zurück. Ich muss die Männer bloß nebeneinander stellen irgendwie. Okay, ja. So. Das geht ja mit gedrückter Maustaste eigentlich halbwegs, ne? So. Nee, ich will dir jetzt die Möglichkeit eröffnen, vorzurücken. Komm. Okay, gut, alles klar. Ja. Vorrücken. Weil dann kannst du jetzt. Oh, pieken, die müssen weg. Ja, ich schieße sie weg. Fuck my life, die müssen weg. Ah, Kampf im Schatten. Konzentriert euer Feuer! Jetzt hat er keinen Kampf im Schatten mehr an. Töte es, bevor es Eier legt. Na, ich fürchte, der legt Eier. Muss jetzt weg. Da weg. Ah, warte, oh, jetzt kommt Feuer. Ja. Weg. Oh, das hat meine Lebens erwischt hier. Aber, seine Piken sind auch weg. Au, du. Dieser Psyloi-Atzler. Warte mal, ich mach mal meine immensen Reichweiten-Dinger an. Dann kann ich mich nochmal auf die Piken schießen. Warum benutzt er die denn nicht? Er benutzt die nur auf eine Einheit immer. Das ist voll bescheuert. Ja, du musst leider jede einzelne anwählen. Das fand ich auch schon immer sehr schwierig. Also wenn der Piken hier weg ist, können wir pushen. Aber da kommen noch mehr Piken. Wir werden angegriffen. Also wir tanken schon einiges kann hier, ne? Die Lebe ist echt wegballern dort. Ja, du tankst einiges. Ja, gerade eben. Ja, dann lass mal weiter tanken. Ich meine, schau mal immerhin, er hat jetzt auch ziemlich viele Einheiten da unten committed, ne? Der steht ja komplett mit allem, was irgendwie da... What the fuck, Kumpel? Guck ich mal den da oben an, was der da macht. Der geiert da hinter oben, uns. Macht nichts. Conny. Ja, okay, gut, ich formiere mich neu. Genau. Meine Lebens sind jetzt aber auch down dann. Stell dir einfach rein. Bald gehört das feindliche Lager. Was die Hunde da oben machen, ey, das ist absolut traurig. Ich meine, ich sehe, was du meinst. Sollen wir bestimmt mit den Leuten denn nicht? Da steht auch noch so ein Peak, so ein Hoplied rum. So. Ich habe mir den Arsch der Welt ausgesucht, um einfach mal nur rumzustehen. Alter, also irgendwie schießt er mich doch ganz gut weg. Wie gut ist das? Auf Dauer ja, auf Dauer macht er mich auch weg. Deswegen müssen wir vorrücken. Wir müssen vorrücken, um jetzt wiederum diesen Pikenier. Komm, vor. Boah. Ah, sorry. Der rasiert mich ja hier mit seinen Infanteristen. Ja, tut er das? Warte, dann lass uns mal gerade zurück. Wir müssen Conny helfen. Wir müssen Conny helfen. Wenn du hier dich hinstellen kannst und reinballerst ein bisschen. Baller jetzt erstmal einmal hier rein. Dann bleibe ich hier nochmal kurz stehen. Ich versuche die zu decken, aber das ist gar nicht so einfach. Dieses Luder, ey, so ein dreckiges Luder. Oh, weiß mal auf die dahinter am besten, die sind sogar mit Rücken gerade. Ja, da kann ich nicht hin. Schade. Gut, mein einer Trupp ist gleich weg, ja. Ich glaube, du hältst das noch ein bisschen aus, mein Freund. Oh shit. Nee, du wirst immer noch beschossen, Günner. Jetzt kommt die Kaff noch dazu. Günner, du wirst immer noch beschossen. Die Psyloi schießen auf dich. Ja, lol. Aber ich kann auch nichts dagegen machen. Also, ich bin da weg. Also, ich kann jetzt nur noch hier versuchen, Conny noch ein bisschen zu helfen. Ich bin auch gleich weg. Und das war's. Ne? Also, wir sind hier tot. Deswegen habe ich gesagt, nicht Center durchpushen, weil ich da halt immer... Da sind immer irgendwelche Fernkämpfer, die halt die Peltasten weglamen, so sagt mir zumindest so meine Erfahrung. Das Problem ist, dass du auf der Flanke mit deinen Fernkämpfern gar nichts machst. Also da kommt von allen Seiten so viel, wenn du Pech hast, an Kavallerie. Ja. Du kannst da auch die Fernkämpfer gar nicht beschützen auf der Flanke, weil überall sind die Gräser. Und die Gräser verhindern halt einfach, dass du diese Attacken überhaupt kommen siehst. Mhm. Das ist das Problem mit denen. Jetzt bin ich komplett weg.
Oh shit, ich versuche jetzt hier nochmal. Alter, jetzt komm mit deinem Oblik noch rein, du Idiot. Was macht der da? Rumstehen und decken. Also ich habe teilweise das Gefühl, dass heute die Leute, mit denen wir zu tun haben, schon ein bisschen seltsam drauf sind. Ja, ich auch. Ja, der lässt sich jetzt von hinten abschlachten. Von dem Benz. Oh shit. Jetzt wird's lustig. Das sieht danach aus, als würde ich wieder mal nicht meinen Daily Sieg bekommen. Ja, Dito. Ich muss halt einfach wieder Kynane spielen, da kann ich die Typen halt so wegschießen. Ich frage mich, was die auch an den Flanken gemacht haben. Da war ja gar nichts eigentlich. Mhm. Ja, also, die hatten im Center, wir waren jetzt mit 6 Leuten drin, ne? Und die hatten da locker 9 oder 12 Einheiten committed. Und dann fragst du dich ja, wie schaffst du es dann, so zahlenmäßig so unterzugehen, ne? Wenn der Gegner doch so krass gebunden ist da drin, ne? Ja. Glaub, guck mal, hinter dir sind die Psyloi. Die kannst du ansonsten mit dem Germanicus vielleicht noch chargen. Geh grad für einen Cap mit denen rein, ne? Merp, dein einer Truppe ist ready. Ja. Hab ich gerade also gemacht, danke. Und der auf Pikenier hat's verkackt. Der Pikenier hat's hier gerade verkackt. Verkackt. Ja, man sieht's. Ja. Boah, Alter, die Hunde sterben halt auch so unfassbar schnell gegen die Psyloi. Ah, jetzt sind sie dran. Ne? Es ist, wenn du halt. Wir haben halt keinen Counter gegen die Psyloi und die Bogenschützen gehabt, ne? Ja. Das muss man halt auch sagen, wenn wir einen Counter gegen die gehabt hätten. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt eskaliert die Schlacht gerade eben erst. Ja. Die Psyloi wurden gecatcht. Die Inf wird zermalt hier. Jetzt können wir aber. Oh, die Elefanten sind fast da unten. Das ist ein Alex, der es schafft, die Psyloi platt zu machen. Das müssen wir auch geben, ne? Ja, der hat keinen Charge gemacht. Ja, der aber. Oh, wow, er hat. Okay, eine Einheit flüchtet jetzt. Aber die andere schießt da halt lustig noch rum, ne? Aha, jetzt. Jetzt kommt er noch hinterher. Im Lager wird schön die gegnerische Impf schon mal bebannert. Nice. Guck mal, jetzt dreht sich nämlich plötzlich das Blatt. Naja, wir drehen das Ding noch. Krass, ey. Erstaunlich. Und das war tatsächlich. Also, wenn wir das jetzt noch schaffen, dann lag das daran, dass wir im Zweifelsfall den Gegner hier so lange beschäftigt haben. Das habe ich nämlich auch schon auf der Gegenseite schon sehr, sehr oft erlebt, dass du dann halt einfach. Ja, du bist der Tank. Ja, klar. Aber Achtung, ne? Ich meine halt hier, die Kraft, die überlebt das auch nicht mehr lange. Wenn der jetzt noch schnell kommt. Bringt ein Kraftschaden auf Elefanten überhaupt irgendwas? Fast gar nichts. Gegen Elefanten kämpfen halte ich auf jeden Fall nicht für sinnvoll. Ich finde es so krass, wie dieser Tier 6er mich jetzt hier wirklich wegmoscht, ey. Das ist brutal. Ja, und die Kaff lässt sich halt auf der Flanke auch meiner Meinung nach zu viel Zeit. Also, der müsste jetzt diese Elefanten hier wegkillen. Ah, das sind diese Premium-Elefanten auch, ne? Tier 5, er hat wirklich den einen Elefanten weggecharged. Die suchen Aber der hatte auch tatsächlich nicht mehr so viele Hitpoints. Aber ja, der ist jetzt auch dran. Der loost auch gut. Oh, nice. Der hat, der war noch betäubt durch den, das war durch wichtig. Den Getrix oder was es ist, ne? Ich habe keine Männer mehr. Minius mit den Hunden. Und das war wichtig jetzt, weil jetzt kann er, wenn er jetzt nochmal einen Charge hat, gleich, dann charge er die weg. Ach, du ahnst es nicht, was da hinten kommt. Ja. Jetzt kommen gleich die Bogenschützen nochmal. Von uns dazu. Die sind wichtig. Wenn die Bogenschützen jetzt da sind, die haben keine mehr, dann gewinnen wir das auf jeden Fall. Ja. Die haben keine Reiter mehr, die haben keine Bogner. So, da kommt der Charge. Den hat er leider verkackt, den Charge. Kein Hammer. Und Achtung, der macht jetzt hier Vengeance an und der macht hier seinen Trotz an gleich. Ah ne, doch nicht. Schwein gehabt, sonst wäre er wahrscheinlich hinüber. Die Archer klingt jetzt. Die kommen gleich an. Ja, der hat halt hier tatsächlich noch zwei fette Inf-Stacks in der Base drin, ne? Das macht nichts. Wir können es auch über Zeit jetzt momentan gewinnen. Der Gegner merkt jetzt, dass er das nicht mehr über die Punkte gewinnen kann. Und jetzt, jetzt ist der Bogenschütze da und legt los. Ja, der muss jetzt aber aufhören zu schießen. Sonst kann der Kraft nämlich nichts machen. Achso, der muss jetzt gerade. Er hat auch gerade. Ja, das war gut von dem Kavalleristen. Ja, der Hund ist vor allem weg. Ja. Das macht jetzt auch der Kavallerist sehr gut, denn ich würde jetzt auch in diesen Nahkampf reinschießen, wo der Hoplite ist. Der Hoplite ist nämlich tot.
Und jetzt die meine Beacons noch? Der Bogenschütze müssen wir aufpassen. Hier genau, der rennt gerade weg, genau, der rennt gerade weg. Sehr gut. Ja, aber er hat den Vorteil, er hat 3 Einheiten, er kann sich später auch aufteilen und einfach einen dann immer benutzen zum Beschießen. Und er ist schneller als die. Das kommt aber der muss jetzt aus dem, der muss jetzt aus diesem Germanicus Junge, da raus. Junge, der geht da raus! Ja. Oh, fuck my life, du musst raus! Ich habe mir noch ein Bild gemalt, eh. Ja. Der versucht auch rauszukommen, der Germanicus. Er könnte jetzt eigentlich einfach der Captain gehen. Würde fast reichen. Jetzt muss er einfach nur noch chargen. Jetzt steht er genau richtig, der Germanicus. Dann muss er raus. Nee, aber was macht er da? Also ich glaube, das ist keine gute Idee. Ah, wohl, ja, tatsächlich. Oh doch, der ist weg. Der hat er guten Damage gemacht, aber jetzt muss er auch wieder raus, ne? Wobei, warte, der hat den Amboss gekriegt. Das heißt, er kann keine Vengeance aktivieren, wenn ich mich nicht irre. Kurzzeitig nicht, ja. Aber er muss trotzdem raus, weil er... Ja. Guck mal, was er für Pferde verliert. Ja. Das würde ich jetzt echt dem Bogenschützen überlassen. Aber er will ihn, glaube ich, jetzt ums Verrecken routen. Schafft er nicht mehr. Nee, schafft er auch nicht. Die Info ist rechtzeitig da. Und jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist er raus. Das war's dann, wa? Ja, dann verlieren wir das Match sogar noch, wenn der jetzt nicht abhaut. Der kann nämlich jetzt seelenruhig cappen. Nee. Nee, kann er nicht. Nee, nee, cappen kann er nicht. Der ist nicht, Damage. Der hat nicht hundertprozentig den Schutz mit Tier 6. Der kann ihn, müsste ihn eigentlich die cappen können. Konzentriertes Feuer halt, ne? Macht Damage. Oh, fuck. Ja. Mit der Kaff kann man immer noch mal reinchargen. Nee, auf gar keinen Fall. Dann verlieren wir das nach Punkten. Hier, der muss hier hin. Und er macht's nicht. Er macht's. Oh, Alter. Oh! Das war sehr gut sogar. Jetzt muss er raus. Das war sehr gut, weil er hat nämlich jetzt hier die Testudo aufgelöst. Jetzt kann der Bogenschütze hier ganz genüsslich reinschießen. Ja, die verbrauchen noch ein bisschen, bis sie wieder da ist. Aber ich hätte es an seiner Stelle nicht mit allen gemacht, sondern nur mit einer einzelnen Einheit. Ja, ja. Aber das war schon mega riskant auf jeden Fall. Das ist nämlich so ein typischer Trick, wenn du einen Testudo siehst, so einen Germanicus, dann musst du ihn einfach nur kurz in Nahkampf verwickeln, geht die Testudo instant aus und hat Cooldown. Das ist ja ein spannendes Match, ey. Erst so die Idioten, jetzt sowas hier. Also das ist jetzt mal wirklich so ein, also das ist einer der seltenen Momente, wo dann Augustus dann doch noch spannend wird, ne, wenn es nicht gleich durchgekappt wird. Das war ein sauberer Charge. Sauber. Wenn er jetzt rauskommt, können wir... Also, es sieht so gut aus, dass wir eventuell sogar noch den Punktsieg bekommen können. Ja, ja. Jetzt hat er genug. Jetzt will er nicht mehr. Ja. Ah, doch. Er merkt, er kann ihn nicht verfolgen. Ja, wird nicht mehr reichen, um zu cappen. Nee, schaffen die nicht. Schaffen die nicht. Dafür haben sie jetzt auch schon zu viele Männer verloren. Wo sind die jetzt hier hin? Der ist einfach unsichtbar geworden, weil es ist genau der eine Fleck, wo man ihn genau nicht mehr da, sieht. Ja. Ja. Auch wenn der Fleck sehr viel kleiner ist als die eigentliche Einheit, ne? Hitbox und so ein Quatsch. Mhm. Naja, er scoutet ja wieder mit der Kaff. Der Nabonett kann es nicht lassen, ne? Er will den nochmal schaden. Nee, wer spotten. Er will spotten, damit er jetzt hier mit seinen Bogenschützen da seelenruhig draufschießen kann. Jo. Der charge jetzt nochmal, oder? Oh Gott. Also ich würde dann halt wirklich diesen Einzelnen dann nehmen für so einen Charge. Aber das ist auch immerhin Elite der Hetairen, ne? Die halten auch ein bisschen was aus, ne? Sollte man meinen. Ja, nice. Ich find's gerade eben krass, dass der nicht decapped wird. Aber du hast immerhin 8000 Punkte, ne, Junge? Das ist, Ja, aber das lag hauptsächlich am Schießen, also dass ich halt für euch getankt habe. Ja, ja. Ich meine, du hast auch 2100 Punkte. Du hast kein schlechtes Gefecht gemacht. Das muss man mal festhalten, auch wenn du der Unterste bist. Aber du siehst ja, was hier los ist an den Punkten. Das ist einfach nur ein total eskaliertes Game. Ja, ja. Wir haben alle Punkte. Alter, gemacht. Leute, Mensch. Also... Ich sag immer, Leute, also, wenn ihr 2000 Punkte macht, dann habt ihr kein schlechtes Gefecht hingelegt. Das muss man einfach immer wieder betonen. Ja, manchmal machst du ja die guten Punkte auch, wenn du halt einfach nur deffst, ne? Richtig. Aber ich kam hier nicht so ganz zum Stich, aber dass wir das tatsächlich noch gewonnen haben, das war echt mega knapp. Also 3.6., 2.13 Uhr haben wir dieses Match ausgetragen, nur für alle, die das bei uns nachschauen wollen.
Wahrscheinlich gibt es bis dahin schon längst wieder ein Patch und keiner kann es mehr angucken. Ja, das kann tatsächlich sein, weil das Ding kommt erst am 25. online. Mhm. Richtig gesehen habe, oder? Ist noch eine Weile hin. Oder aus eurer Sicht, ist, war eine Weile her. Ja. Ja gut, Leute, dann machen wir hier einen Cut und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Pax Vobiscum, Valete von meiner Seite. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.